Hähnchenbrust ist inzwischen allgemein bekannt, enthält fast kein Fett. Fenchel, Stangensellerie war ja so ein Klassiker, ne? Braucht bei der Verdauung mehr Fett, als man eigentlich mit dem, als Energie aufnimmt. Tomaten, getrocknete Tomaten, ganz bewusst harzer Roller. Ist natürlich Geschmackssache, aber schmeckt wirklich halb so schlimm, wie alle glauben und es riecht. Aber hat natürlich kein Fett. Und welcher Käse hat schon kein Fett? Das sind wir sonst bei 50, 60, 70%. Das nächste ist saure Sahne. Ist ähnlich wie Schmand, ähnlich wie Creme Fraiche, aber hat nur 10% Fett. Spielt auch eine kleine Rolle, wenn man abnehmen will, dass man auch im Detail ein bisschen spart. So, den schälen wir immer gerne. Also wir hier zumindest. Was wir mal zwischendurch machen ist, schon mal die Hähnchenbrust in die Pfanne geben. Weil die brauchen ein bisschen länger, auch nicht so lange. Wieder wenig Fett, ganz entscheidend. So, wenn es Hähnchenbrüste von dem Kaliber sind, die sind jetzt extrem groß, dann war das Problem bei Landhühnern, die haben halt riesengroße Brüste, ne? Weil die ein bisschen älter werden als so ein 3-Wochen-Huhn im Superstall. Die sogenannte Power Mast. Ne? Aber die haben das hier nicht ausgesucht, die mussten nehmen, was kommt. So, das braten wir jetzt einfach an. Dann kommt hier der harze Roller drauf und dann war es das schon. Eine Besonderheit, damit es ein bisschen besser schmeckt noch, wir legen da getrocknete Tomaten drauf. Aber das seht ihr gleich, das ist gar kein Problem. So, den Sellerie in schräge Scheiben schneiden. Ja, Nummer eins. Den Fenchel, das Grün aufheben, das können wir hinterher live dazugeben. Was schön ist, wenn das Fenchel diese kleinen, ich nenne mal Babys hat, die kann man natürlich auch am Schluss mit zugeben. Mit Strunk einfach in solche Spalten schneiden und fertig. Tomaten, die habe ich jetzt mal abgezogen, aber ich finde es immer schöner, wenn man die Tomaten entkernt. Es hat dann weniger Wasser auf dem Teller und die Kerne sind ja nicht so der Hit. So, ja, wenig Fett. Aber auch hier zählt wieder, ohne geht es einfach nicht. So, die Tomaten schon mal ein bisschen warm werden lassen. Wir machen mal zwei Tomaten. Wie gesagt, das Abziehen geht schnell. Einfach ins kochende Wasser rein, 6-7 Sekunden. Dann geht die Haut ab und ist einfach besser. Ja, weil die warme Tomatenhaut, die wird ja nicht weich. Und dann besteht eher die Gefahr bei großen Stücken, dass die Haut dann am Gaumen klebt. Und dann ist es auch schnell passiert, dass man sich verschluckt. So. Die Tomaten werden warm. So, wunderbar. Haben wir. Tomaten natürlich auch im Schluss rein. Aus dem einfachen Grund, weil die ja schon weich sind. So. Das ist natürlich auch Aroma. Das ist nicht nur, dass es gar wird, sondern beim Braten entsteht Aroma. Und wenn man wenig Fett in der Pfanne hat, dann funktioniert das wunderbar und das Aroma, wenn die Pfanne trocken ist, ne, ist am Fleisch dran und klebt nicht im Öl, was dann in der Pfanne zurückbleibt. Also auch ein wichtiger Punkt, sparsam arbeiten. So, leicht pfeffern, auch ein klares Kann, kein Muss. Ich lasse mal kurz drin, schneide den Käse schon mal auf. Wie gesagt, der riecht nicht schlimmer als irgendein Bergkäse und wir sparen aber einfach mal komplett das Fett dabei. Eins, machen wir so, zwei. Drei, dann die getrockneten Tomaten hier drauf. Tomaten auch, ne, minimal Zucker drin, das kann man vernachlässigen. Ansonsten auch ein sehr gesundes Gemüse. Und jetzt einfach den Käse hier oben drauf, bisschen andrücken, dass es nicht runterfällt. Eins, zwei, drei. Und entweder in den Backofen oder wie ich jetzt hier mit meinem nackten Luxus und einem Salamander. Das heißt, der bekommt jetzt nur Oberhitze. Und jetzt können wir in der Zeit das Gemüse machen. Etwas wenig Olivenöl, ne? Also das ist ein Teelöffel, das ist ein Teelöffel. Aber wir brauchen ein bisschen Fett unbedingt, das ist ein Geschmacksträger Nummer 1. Wir müssen es anbraten, um noch mehr Geschmack aus dem Gemüse zu kitzeln. Und aus dem Grund können wir nicht drauf verzichten. So, noch wieder jetzt leicht Farbe nehmen lassen. Und nur etwas Salz. Ja, man riecht das auch schon, ne? Das gibt ein Aroma, das ist durch nichts zu ersetzen. Da müssen wir einfach mal den sauren Apfel beißen und etwas Öl einsetzen. Und entscheidend ist ja auch nie, dass man jetzt auf alles verzichtet, sondern es bewusst einsetzt. Ne? Und man es ins Gleichgewicht bringt, was ich zu mir nehme und was ich verbrauche. Und parallel zu jeder Diät sollte man natürlich auch den Energiebedarf erhöhen, indem man einfach spazieren geht, Fahrrad fahren geht und was nicht alles. So,
Jetzt einen Schluck Gemüsebrühe. Dauert nicht lange, geht schnell, ist frisch, ist gesund. Und wie gesagt, man kann ja schon damit anfangen, dass man jeden Tag zu irgendeinem Gemüsehändler rennt und das selber holt, das Gemüse. Denn wenn man das hin und zurück, sagen wir mal 500 Meter rennt, dann so zubereitet, dann ist die Kalorie schon wieder weg. Ne? Dann hat man quasi nichts zu sich genommen. Und dann klappt es auch mit der Bikini-Figur. Ich werde es dieses Jahr wieder nicht schaffen, aber nächstes Jahr schaffe ich es. So, wunderbar. 3-4 Minuten, dann dauert das gar nicht länger. Einfach saure Sahne, etwas Salz. Jetzt können wir ganz verrückte Sachen machen. Jetzt tun wir für den Fenchel hier reinrubbeln. Schupp. Dadurch kommt nichts um. Doch, herrlich. Das habe ich so auch noch nie gesehen, aber es funktioniert. Und wenn man nur gute Sachen einkauft, hat das ja den Vorteil, man kann das zusammenpampern, wie man möchte. Es wird niemals nicht schmecken. So, das Wasser ist fast wieder weg. Deckel kurz runter. Biss hat es noch. Jetzt geben wir noch kurz Gas, dass der Wasser weiter weg ist. Weil der Vorteil ist beim Dünsten, die Vitamine, der Geschmack, der sich jetzt gelöst hat im Wasser, wenn das Wasser eindampft, bleibt der Geschmack alles um Gemüse kleben. Mineralstoffe, Vitamine überleben selten, aber es bleibt im Gemüse enthalten. Man schmeißt nichts weg. Ist ja immer schlimm dann beim Nach- und Gemüsekochen. Und man kippt eigentlich den ganzen Plunder in den Gulli. So, ist fast weg. Geben wir jetzt die Tomaten dazu und hier unser Fenchelbaby. Blub. Die Tomaten müssen nur warm werden. Mal probieren. Na, hier. Reicht. Und jetzt kommen wir ran mit der Kamera. So, und jetzt sieht man es. Hier ist null Flüssigkeit drin. Ne? Das heißt, alles, was an Geschmack aus dem Gemüse rausgekocht ist beim Dünsten, klebt jetzt wieder außen dran. Es glänzt schön, weil logischerweise auch das bisschen Olivenöl ist jetzt wie emulgiert, glänzt drum. Ne? Wir haben ein knackig buntes Gemüse, obwohl es nur drei Gemüse sind. Aber wir haben den hellgrünen Ton, den rot, den etwas grüneren vom Stangensellerie. Und es ist alles da drin. Jetzt können wir es schon wieder anrichten. Schwuppdiwupp. Wieder die Pinzette, denn der Fenchel, sieht gut aus, so, wie gesagt, und da sind an der Fantasie immer keine Grenzen gesetzt, wie man das Ganze auf den Teller legt. Zurzeit habe ich so einen Fefel für alles rund anrichten, andere machen hier so kleine Mauern auf dem Tisch, alles schön, alles schick, entscheidend ist ja, wie es am Ende schmeckt, ja, weil nützt mir das schönste Essen, wenn ich es nur angucken kann, oder wenn es so wenig ist, dass ich es nach dem Angucken schon weg ist eigentlich. Wir haben jetzt hier keine Soße, weil ja alles am Gemüse klebt. So, aber dafür haben wir ja unsere saure Sahne. So, jetzt kann ich es natürlich nicht mit den drei Händen anfassen. Ja, ein Traum. So, wir nehmen ja jetzt hier die goldene Mitte. Schwuppdiwupp. Das kommt wieder der Moment, wo ich es lieber selber essen würde. 1, 2, 3. Ja, das reicht schon. Jetzt haben wir noch nicht mal eine Deko. Sieht trotzdem gut aus, finde ich. Das war's schon wieder. 32 Sekunden hat es gedauert. Das Anrichten. Es ist alles dabei, was man braucht. Es sind Vitamine, es ist Fleisch dabei, es ist Käse dabei, getrocknete Tomate. Das Einzige, was wir wirklich komplett einsparen, ist Kohlenhydrat. Also die nackte Energie, die ist weg. Und Fett nur in minimalen Mengen durch das Öl, um überhaupt ein bisschen Fett aufzunehmen. Weil so eine 100% fettfreie Ernährung geht auch nach hinten los, weil der Körper braucht Fett. Er braucht Fett, um Vitamine zu lösen, aufzunehmen und so weiter. Also 100% auf Fett verzichten ist fatal. Ne? Das geht nach hinten los, aber das ist eine gute Alternative, finde ich. Und deswegen bin ich auch hier gespannt, was unsere Gäste gleich sagen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de